Heute zeige ich dir, wie du dir einen einfachen Trap-Beat bauen kannst. Ich musste sowas in der Richtung für einen Kunden machen und habe deswegen vorgestern in meinem Auto 2 Stunden lang Trap-Musik gehört. Und da ist mir aufgefallen, dass diese ganzen Trap-Titel alle relativ ähnlich aufgebaut sind. Und deswegen möchte ich dir heute zeigen, wie du dir so einen einfachen Trap-Beat bauen kannst und auf was du dabei achten musst. Ganz wichtig beim Trap ist zunächst mal unsere Hi-Hat. Ich fange hier mal an, indem ich einfach eine Region einzeichne. Und wir gehen dann in unseren Piano Roll Editor. Was noch wichtig ist, habe ich noch vergessen zu sagen, du solltest ein relativ hohes Tempo wählen. Ich habe hier 150 BPM. Das ist wichtig, dass du die Hi-Hat Rolls nachher ordentlich programmieren kannst. Das ist zumindest einfach. Also wir sind sozusagen in so einem Double-Time-Feeling hier. Ich fange mal an. Wir wählen uns Achtel aus. Und dann suchen wir uns die Hi-Hat raus und zeichnen einfach mal ein paar Achtel ein. Ich mache das hier mit dem Brush-Tool. Hier kann ich einfach die Hi-Hats einzeichnen. Viele Trap-Produzenten lassen das jetzt einfach so und verändern es gar nicht, habe ich auch gehört. Aber meistens hörst du recht ausgefuchste Hi-Hat-Figuren. Das ist auch so ein bisschen genre-typisch einfach für Trap. Und das machen wir jetzt auch mal. Ich versuche jetzt hier einfach ein paar offene Hi-Hats einzubauen. Nehmen wir mal hier die zweite immer. Ja, das ist sie und nehmen wir hier einfach auch die zweite. Alles schön einfach halten. Da das hier eine längere Hi-Hat ist, lösche ich die andere Hi-Hat-Note danach. Und jetzt bauen wir noch ein paar Rolls ein. Zum Beispiel hier. Ich nehme jetzt hier 32. Und werde die ein bisschen tiefer einzeichnen, weil ich das ganz spannend fand, habe ich auch öfter gehört, dass die Trills oder dass die Rolls ein bisschen gepitcht sind. Wir machen das hier auch nochmal. Dann vielleicht noch hier. Und hier. Okay, hören wir mal, was wir bis jetzt haben. Okay, dann könnten wir vielleicht noch ein paar Triolen einbauen. Das mache ich hier vor der, genau vor diesem zweiten Trill hier. Da nehmen wir 1/8 Triolen. Ne, 16-Triolen, Entschuldigung. Moment. 1/8 Triolen war richtig. Jo, nochmal reinhören. Okay, wunderbar. Gehen wir weiter zu unserer Bassdrum. Die sollte hier sein. Genau. Dann zeichnen wir die als nächstes ein. Ich probiere das mal willkürlich hier aus dem Kopf. Ich nehme hier 1/8 wieder. Wieder auf die 1 bzw. 3. Dann hier noch zum Schluss. Mal sehen, ob es passt. Okay, das ist gut so. Was wäre ein Trap-Beat ohne Snare? Nichts. Deswegen, genau, nehmen wir mal die. Ich gehe hier auf halbe Noten und zeichne mir halbe Noten auf der Snare ein. Wir wollen die aber immer auf den Backbeat. Deswegen nehme ich hier nur die zweite. Okay, wir können hier noch einen Clap einbauen. Ja, den kopiere ich einfach hoch. Dann klingt die noch ein bisschen knackiger. Unterstützen die Claps ein bisschen die Snare. Und dann bauen wir noch, um es ein bisschen spannender zu machen, war hier irgendwo noch so ein Snap. Ja, genau. Den nehmen wir hier. Bauen wir hier mal ein. Okay, das klingt gut. Als nächstes kommt auch wieder was sehr Genre-typisches und das ist unser 808 Bass oder 808 Bass Drum.
Um mir das einfach zu machen, kopiere ich jetzt einfach mal die Drumspur hier runter und nehme mir die Bassdrumspur her. Und wir gehen hier einfach direkt auf die Bassdrum mit drauf. Diesen 808-Sound habe ich mir in Logic's ES2 gebaut. Wie ich das genau gemacht habe, das kannst du dir anschauen, indem du das Video anklickst, das jetzt oben im Reiter erscheint. Und was wir jetzt hier machen, ist, wir ziehen diese Noten hier einfach länger. Ungefähr so. Okay, jetzt sind wir schon relativ nah dran. Ist schon sehr gut als Trap zu erkennen, finde ich. Wir bauen hier noch ein Glide ein. Ich gehe einfach eine Oktave hoch und ziehe diese Note hier ein bisschen drüber, die untere, dass ich auch den Glide habe. Okay, wunderbar. Gehen wir weiter zum nächsten Schritt und zwar zu unserem Bass. Was mir auch noch aufgefallen ist bei dieser Trap-Geschichte, ist nämlich, dass es oftmals so ist, dass es einen sehr tiefen Basston gibt, der die ganze Zeit liegen bleibt. Dazu habe ich mir hier den ES2 wieder geholt und einfach so einen Drag-Moog-Bass genommen. Den habe ich noch leicht abgeändert. Der klingt so. Ja. Und den nehme ich mir jetzt her und lasse ihn einfach über den kompletten Beat hier liegen. Na, wir machen es mal so. Das ist jetzt noch zu hoch. Lassen wir hier komplett einfach liegen die ganze Zeit. Mal ohne. Ja, nochmal mit. So hast du immer so ein Grundwabern über den ganzen Beat und dieses böse, subbassartige Gewaber hier ist immer da. Das ist auch relativ typisch und das machen die im Trap auch relativ oft. Okay, gehen wir weiter zum nächsten Schritt und das sind die unvermeidbaren Bells oder beziehungsweise Glocken. Hier habe ich in Logic den Sculpture. Und die haben sehr schöne, der hat sehr schöne Bell Beats. Da habe ich mir auch diese Tubular Bells rausgesucht, die ein bisschen abgeändert. Und so weiter. Ich habe jetzt hier schon eine Melodie eingezeichnet. Und auch hier beim Trap meistens super simpel immer. Ja, das, was ich da jetzt eingezeichnet habe, ist fast schon ein Ticken zu kompliziert. Meistens sind die Melodien wesentlich einfacher. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so und wir spielen diese Bells jetzt hier zum Beat dazu. Okay, jetzt ist unser kleiner Trap-Grundbeat schon fast fertig. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist der Rap darüber. Und ich wollte dir auf jeden Fall ersparen, dass ich jetzt da drüber rappe. Und deswegen habe ich mir einfach ein paar Loops aus Logic's Loop-Bibliothek rausgezogen und habe da was drüber gebaut. Und dann klingt das ungefähr so. What's going on, man? The freestyle official, dude. Yeah. At the drop of a rap. Whoa. What's going on, man? The freestyle official, dude. Yeah, at the drop of a rap. Whoa. Okay, so machst du dir einen Trap-Grundbeat. Wie gesagt, wenn es dich interessiert, wie du so eine 808 in Logic baust, dann klick hier oben auf den Link. Wenn du jemanden kennst, dem dieses Video weiterhelfen könnte, würde ich mich riesig freuen, wenn du es teilst, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst oder was Nettes in die Kommentare schreibst. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Bis dann.